Wir können jetzt nochmal nach unten gucken. Dann wird es ganz einfach nach Süden runterlaufen. Am Wasser lang. Okay. Oh, die Roasted Carrots, die geben dir ja eine ordentliche Portion Leben wieder. Ja. Das ist ganz geil. Ich habe übrigens bei uns im Lager mal eine Vogelfalle aufgestellt. Mal sehen. Okay. Was hab ich denn? Gekochtes Kaktusfleisch. Ja, das habe ich dir gegeben. So, Map Ende. Das füllt, glaube ich, auch ein bisschen Gesundheit auf. Na, da warte ich mal noch, bis es nötig ist. Ich glaube, wir sollten mal alle diese Tumbleweeds aufmachen. Da ist nämlich was? Die Wildwesten-Wüstenrolldinger. Ach so, ja. Denn da ist ganz viel Zeug drin, habe ich das Gefühl. Also ich hatte bis jetzt bloß Gras gehabt. Gras, Blumen, Stachel habe ich hier drin. Ich habe da schon Zeug gefunden. Frosch war da mal drin. Okay. Hier, gekochter Happen. Ah, oh, Happen. Kann ich da gerade recht essen. Achtung. Oh nein. Och Mensch. Du hast gerade am nötigsten, dich stechen zu lassen. Was habe ich denn hier gefunden? Tooth Trap. Blueprint lernen. Geil, ich habe was gelernt. Ich weiß bis gar nicht was. Ach, eine Zahnfalle. Okay. Okay. Was ist hier drin? Zahn. Es ist ordentlicher Loot da drin, muss man sagen. Ja, hätte ich gar nicht gedacht. So, meine Gesundheit ist wieder aufgefüllt. Oh. Gleich wieder meine Maximalleben. Das finde ich voll geil. Mhm. Ich bekomme immer nur Stöcke in den Dingern. Wahrscheinlich, weil deine Gesundheit schon so down ist. Ja, ich denke. Wollen wir mal hier in dieses Loch springen? Das ist ein Wormhole. Ja. Los, rein, los, ich fang an. Das ist 15 Geisteszustand. Hey. Naja, gut. So. Ja, gut. Okay. Ha. Ja, gut. Wollen wir da jetzt nochmal so nach unten gehen? So ein bisschen? Können wir machen. Gummistopfen. Ich vermute auch fast, dass wir hier den was wir hatten, wie heißt es hier gleich? Bei mir heißt es gerade Reeds, das Schilf aus so einem Ding haben. Ja, ja, das könnte es sein. Ja. Gummistopfen. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Oh, hier sind gleich 5 davon, das ist natürlich neat. Geil, ich bekomme nur Gras und Stöcke, was soll denn das? Nur Stöcke. Oh. So, ich bin fertig. Ich bin voll, meine ich. Okay, dann kannst du auch essen. TCM. Ja? Mhm. Oder was, das ist Blüten oder so. Schwarze Blüten. Kann ich mal irgendjemandem mein ganzen Zeug geben, was sowieso der andere auch hat? Also hier zum Beispiel kann ich dir mal ein paar Bretterlis geben. Hier ist ein Wormhole. Okay, okay, kannst du nicht geben. Hier, das, die hattest du vorhin. Die hattest du vorhin. Nee, die hattest du nicht. Die müsstest du haben. Genau. Mhm. Die hast du vielleicht. Hast du auch, genau. So. Ja, die brauche ich selber. Ja, gut, die Samen, die können wir auch anpflanzen. Wie auch immer. Aber dass ich jetzt hier. Warte mal, du hattest auch schon so einen Gummistopfen, hattest du? Genau. Dass nee! Ich, naja, ich meine, du hast du doch sowieso im Inventar. Achso. Genau, die hattest du? Nein, das meine, dass wir das Inventar nicht, dass jeder nicht das gleiche zweimal hat, sondern dass einer davon 50 hat und der andere. Ja, ja. Ja, ja, stimmt schon. So, mein Leben ist gleich wieder voll. Yay!
so, obwohl, nee, da wird dann auch das Wasser sein. Scheiße. Oh, das habe ich jetzt bekommen. Ah, Nightmare Amulett Blueprint lernen. Ich angel mal noch, ne? So, bitte bedienen. Baut jemand ein Feuer? Oh ja, das mache ich. Sehr gut. Ich sage, baue ich das gleich hier, dann kannst du die ganze Nacht lang angeln. Ja, gut. Jemand kann sich den Fisch holen? So, ja, du kannst den Fisch nehmen, Jonas. Den was nehmen? Ja. Den Fisch. Ich bin voll. Warte, ja. Danke. Brauche ich das gute Stück mal? Sehr gut. So. Ja, geil. Geht ihr auf die Hände drauf? Scheiß Musik. Ja, aber jetzt. Macht ihr das Feuer nochmal größer? Please? Holz. Ich habe kein Holz. Wieso habe ich kein Holz? Das stinkt. Ich finde die Stinkanimation auch sehr schön. Oh nein, meine Angel ist weg. Shit. Ah, die Nächte sind ja gar nicht mehr so schlimm lang. Nö. Was ist ein Spinnendrüse heilen? Was bringt das? Na, heilst du dich? Ich glaube. Vielleicht bringt dir das sogar was. Weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst immer nur, das ist das gleiche wie mit der Alraune, du kannst den Teil auffüllen, den du halt noch zur Verfügung hast. Das Schwarze wird nicht aufgefüllt. Ach Mist, da brauche ich noch einen Spinnen. Ach, ist ja praktisch. Hm. Okay, weiter geht's. Frosch! Ah, übelst nervig, die Viecher. So, ja, wo gehen wir denn jetzt hin? 150 habe ich maximal Leben, ja. Bin ich jetzt auch wieder drauf. Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt müssen wir nochmal nach links, nach rechts oben gehen. Ja. Durch das Wurmloch haben wir uns aber einiges gespart, kann das sein? Auf dem Rückweg? Ja. Ein bisschen, ja. Oh no, oh no! Da ist ein Vieh, da ist ein Vieh! Das sind durch diese kleine Fliegen! Was ist das für. Lol, wie geil! Was sind das für Tiere? Alter, also, was kommt denn jetzt? Ich will meinen Bumerang draufschmeißen! Das ist ein Riesending, irgendwas. Das ist eine Mischung aus einer Gans und einem Vieh. Als Geräusch. Machst du das auch bei euch? Ja. Warte mal, das ist keine Ente, das ist ein. Das sieht aus wie was ein Rentier. Diese kleine. Nee, was ist, wie heißt das Vieh? Diese kleinen flauschigen Viecher. Nee, das ist kein Rentier. Musling. Das ist kein Rentier, das hat Watschelfüße. Ja, aber und das sieht oben aus wie ein Rentier. Ja, oben ist es so ein. Ja. Au! Lauf! Heilig, ich greife die Ente an und der Büffel rennt mir hinterher, alles klar. Der war eben offended. So. Du hast deine Sexualität in Frage gestellt. Ja, ohne Scheiße, ungefähr. Das du hast versucht, in diese knappen.
heutzutage üblichen Kästen zu stecken, männlich und weiblich. Ja. Was findest du denn? Ich vermisse also, hier jetzt gerade. Ich kann ganz viele Beeren ernten. Oh ja. Du bist doch voll rückständig hier. Es gibt bis zu 30 verschiedene Sexualitäten, je nachdem. Gut, die Falle muss ich nochmal neu auslegen, die bringt ja nicht so viel. Zack. Oh, ein Busch davon ist kaputt gegangen. Oh, dieses Arschloch. Oh, den bring ich um. Ernsthaft? Den bring ich um. Wo ist er? So, ich probier's mal. Mal gucken, was der bringt. Ach, dieser Sound, den er hat. Ja? Ich habe mir gerade einen Regenschirm gebastelt und man hört halt wirklich, wie wenn man halt unter dem Regenschirm steht. Ich hab den doch auch eingebaut. Wo ist denn der nur schon wieder? Der geht ganz schnell wieder kaputt. Also kann auch sein, dass der... Ernsthaft? Hast du Blütenblätter? Ja, wo ist denn der? Bei Überleben. Hast du einen? Ja, hab einen. Gut. Hier ist auch der Kartenrand. Ey, ich krieg die Krise. Wo bin ich denn da lang gelaufen? Das verstehe ich nicht. Und was macht die Julio? Ich mach gerade Marmelade. Bin gerade in der Basis. Ich muss mein Inventar aufräumen. So ging dir das gar nicht mehr. So, was hab ich hier drin? Mein Inventar ist halt voll wie Sau. Oh, hier übelst schöne Eisberge. Cool. Schöne Eisberge. So. Trotzdem wäre ich nass. Achso, weil ich beim Einsammeln größerer Sachen den Schirm weglege. Ah, okay. Ist ja nur realistisch. Hallo Spinnen, wisst ihr zufällig, wo der Sumpf ist? Nein. Ah. Okay. Boah, ein übelstes Spinnennest. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich bin. Ach da. Juli! Ich habe Zahnrädchen bekommen. Ja, cool. Und was können wir uns jetzt bauen? Oh, weiß nicht. Irgendjemand beim Lager und kann mal gucken, was man sich mit Zahnrädchen noch bauen kann. Einiges. Das ist fast die. Es ist super viel abhängig von. Warte mal, was ist denn das jetzt hier? Das ist ein kranker Bärenstrauch. Dem. Oder ist befallen wahrscheinlich. Ich hab's aber auch noch nicht gesehen. Nimm. Ach, da habe ich die. Vollen ist, ne, den grab ich aus. Also der bleibt ja nicht hier. So, und du wirst ja eh gleich wieder dunkel. Aber der Regenschirm bringt schon was. Also ich bin echt sehr, sehr gering nur nass geworden. Und wo ist bitte mein Regenschirm wieder hin? Mist, jetzt habe ich den Bärenstrauch ausgegraben, aus Versehen. TTM, wie viel Holz hast du noch? Holz 17. Okay, dann bist du für diese Nacht des Feuers verantwortlicher. Ich hab den Sumpf gefunden. Halleluja. Dann bring ganz viele von diesen Dingern mit. Achso, Schilf meinst du? Ja. Ja, kann ich machen. So. Warum ist der Schirm weg? Warum ist schon wieder dieser bekloppte Schirm weg? Das gibt's doch nicht. Hier. Oh, oh, sagt sie. So, in welcher Truhe ist nur noch Platz für Fäulnis? Oh, no. Schlecht. Ganz, 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 ganz schlecht. Oh, scheiße. Mich greift gerade ein Büffel an. Das ist dunkel. Ach, geil.
kannst ja durchs Feuer rennen lassen. Ich bräuchte mir irgendwie Regenschutz. Wie baue ich mit Regenschirm? Oh, shit. Den Regenschirm, den machst du bei Überleben. Woraus und wo? Überleben ist das Grasschirm oder ein richtiger Regenschirm aus Schweinehaaren. Umbrella, ich bräuchte einen mal Pigskin. Hat das jemand mal? Wow! Ihr Pigskin. Ja, warte. Nein, bin ich eh schon nass. Danke. Scheiße! Wieder eingestochene ums Feuer rum. Wow, da ist unser Blitzableiter gerade genutzt worden. Oh. Ja, sehe ich. Ja, das ist doch schön. Oh, hoppala, ich hab Hunger. Verdammt. Weg, komm schon, nicht lecken! Schnell! Oh Gott, das bin. Boah, meine Güte. Was? Fledermäuse. Oh nö! Froschregen! Es geht übelst los. Es ist Froschregen. Wow, neben mir wurde nochmal den Blitzableiter eingeschlagen. Ach du Scheiße, es geht los. Witzig! Meine ganzen Sachen liegen dort zum Glück am Lager. Was passiert denn, wenn ich durchnass bin? Was soll denn das jetzt? Warte mal, wie kann ich... Wie lange dauert das und wann die spawnen die? Ich hab keine Ahnung, ich hab das noch nie. So, ich nehme Schilfen mit. Das Hör ist auf, perfekt. Die Sachen auszugraben schon wieder. Das ist doch scheiße. Jetzt haut's den... Unlustig. Nein. Ist TCR wieder tot? Ach nee, oh, jetzt hab ich auch einen Bericht. Das ist doch scheiße, das ganze Lager. Wow! Was ist denn jetzt passiert? Der Blitz ist in den Busch eingeschlagen. Das ist doch Kacke. Kannst du nicht arbeiten. Oh, ab jetzt. Alter, wie sie alle auf mich wollen. Ey, ist das übel. Kann die mal bitte jemand umbringen? Ja. Froschschenkel. Weißt du, wie viele Frösche hier sind, Friedrich? Da bräuchten wir Massen... Aua! Nee, Massenvernichtungswaffen. Mir ist kalt. Was geht vielleicht doch hin? Oh nein! Nein! Alter, kostet das böse Leben. Das ist überhaupt nicht geil mit den Fröschen. Oh Gott, und ich mein, oh Gott, scheiße, ich muss schlafen. Das ist überhaupt nicht geil mit den Fröschen, ohne Scheiß. Ja. Nee, es ist nicht. Alter, warum sind so viele hier im Lager? Nee, ich. Du stirbst doch wieder gleich! Es geht nicht. Was geht bei Frog? Das geht nicht. Aua! Solange die Scheißviecher im Lager sind, da ist bei mir. Ich hoffe, die spawnen jetzt während der Nacht. Anders geht es echt nicht. Also bei mir sind im Moment keine Frösche mehr. Hier ist alles voll mit denen. Ach scheiße. Ist da irgendwelche Frösche vor drei? Es wäre ein Traum. Aber das geht immer nur kurz, die kommen immer gleich wieder. Mhm. Ich hatte vorhin 8 Frösche hinter mir herrennen. Und lass es 7 gewesen sein, aber das war.
Da sind schon wieder drei. Aua! Treffen nämlich alle drei. Aua! Das tat weh im Leben. Und mein Geisteszustand ist praktisch im Arsch. Ich werde jetzt, glaube ich, auch sterben. Na warte, bis du auch soweit bist. Oh nein. Ich sehe schon Viecher laufen. Ihr könnt mich nicht verlassen. Wie die Spinne vor mir Angst hat, wenn ich schlafe. Süß. Und wie viel Herz? Ne, auch so wenig. Es bleibt jetzt so wenig, es wird einfach dabei bleiben. So, das war jetzt deutlich was Gutes für meinen Geisteszustand. Ein Scheiß, ey. Wow, wow. Das Spiel ist nicht ohne. Vor allen Dingen, weil es uns vor 4-5 Tagen noch übelst gut ging. Jetzt kratzen wir ja alle auf dem letzten Loch. Oh, meine Körpertemperatur liegt bei 23 Grad. Ich glaube, es ist gar nicht mal so gut. Ach nee! Ich war gerade so und hab gerade meine Sachen wieder bekommen. Jetzt kommt wieder so ein Kackfrosch. Oh nee, jetzt ist gleich gut. Ich mach mal das Feuer an. Also ich hab gerade nicht ordentlich fest. Nee, jetzt warte ich so lange, bis hier kein einziger Frosch mehr ist. Reicht. Scheiße. Ich kann jetzt absolut. Hey, das ist eine Scheiße. Jetzt liegen 5 Skelette hier auf einen Haufen. Immer wenn ich meine Sachen einsammeln will, bin gerade so gut vorangekommen, da kommen die Mistviecher wieder. So. Ich muss jetzt Gummibärchen. Irgendwas macht hier ganz tolle Geräusche. Was ist das? Ich bin haben vor was Angst. Ich hab echt keine Loks mehr. Warum bekommst du gar nicht so viele Geschenke? Was? Warum bekommst du so viele Geschenke? Ist wieso so viele? Oh nee, das ist doch jetzt ein Witz, Friedrich. Ehrlich gesagt, habe ich 2 Geschenke in dem ganzen Spiel bekommen. Ah ja? Okay. An meinem Stapel liegen noch Sachen, kann ja mal gucken, ob da was dabei ist. Aua! Das ist ein Witz! Wo ist mein Speer? Alter, die Frösche sind übelst stark. Oh, da hing ich jetzt auch gerade fest, wo du festhingst. Alter, das ist mein Aua! Da wird von 2 Fröschen am Lagerfeuer verfolgt und dunkel und gleich geht's Feuer aus. Jo, ich bin gleich tot. Ja, ich bin praktisch tot. Nein. Oh nein, da ist zu dunkel. Lol, aber ja, ich bin tot. Nee, das ist zu dunkel, hat er gesagt. Ach so, ich habe verstanden. Ich sterbe jetzt. Ich habe zwei Leben. Nicht bei meinem Stapel sterben. Also muss kurz das. Und jetzt bin ich tot. Yay. Hey. Ist das sinnlos? Ach Mensch. Das bringt, warte mal, lass uns mal Tag werden und dann leben wir. Jetzt. Ey, wie knapp vor Ende ich jetzt noch gestorben bin. Ach Mensch, Jungs, das ist doch scheiße. Ja, töte den Frosch, los, töte den Frosch. Greif oh den an. Nee, wie viel Schwarz da jetzt direkt geworden ist. Was, wie viel Schwarz? Ja, wie viel Leben man jetzt direkt abgezogen bekommen hat. Das ist schon wieder ein Frosch, ja. Achso, ja. Das ist nicht ernsthaft. Das meint der nicht ernst. Alles klar, das ist nicht deren Ernst. Ich hänge fest. Ich hab Lex. Ich hänge wieder fest. Ja. Was ist denn das? Jetzt habe ich wieder. Ey, oh ne, jetzt ist der Rage Quit aber auch bei mir, ganz ehrlich.
Na, guten Tag. Okay. Was ist mit Jonas los jetzt? Stopp! Oh, krass, ich bin auch tot.